So, und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Banner Shorts hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind immer noch gemeinsam unglücklich Ismael konfrontieren mit der ganzen Situation. Und das machen wir jetzt auch. Ich habe jetzt hier mir so ein Lagerfeuer gesucht auf dem Weg. Und dann machen wir jetzt eine kurze Schnellreise zu der Quest, dass es nicht zu lange dauert. Das hat sich jetzt, das ist besser, als wenn wir jetzt den ganzen Weg ablaufen, finde ich. So, wo ist die Queste? Wo ist die alte Queste? Ismael, hier, Ismael. Der wohnt hier natürlich in den Egen. Jawohl, schnelle Reise. So. Dann haben wir die nächste Spukmitteilung erledigt. Ein bisschen Arbeit haben wir noch vor uns. Dass wir die alle abgearbeitet haben. Ich weiß auch nicht, ob da noch welche dazukommen, ob da jetzt alle machen können. Weiß ich nicht. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Weil wir haben ja noch ein paar Hauptquest-Teile haben wir noch vor uns. Aber ich denke mal, dass wir dann so mit großen Schritten aufs Ende zugehen. Weil fünf Questen sind nicht mehr so viel. Ach, da ist er. Eure Majestäten, schön euch wiederzusehen. Ebenso, Fräulein Walcott. Wo ist denn Izzy? Kann ich euch helfen, werter Herr? Ja. Ich war im Lagerhaus, mein Freund, und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich war im Lagerhaus. Ihr wart dort, als Phoebe gestorben ist. Phoebe ist tot? Lasst es sein, Ismael. Ihr wisst, dass sie tot ist. Ihr wisst es schon seit geraumer Zeit. Sie war sturzbetrunken, ihr hattet einen Streit. Ihr seid gegangen und habt die Tür geschlossen. Sie verlor das Bewusstsein und wachte nicht mehr auf. Möge der Allmächtige mir verzeihen. Es ist alles meine Schuld. Und jetzt sind sie auf Rache. Phoebe Walcott, ich weiß, dass ihr hier seid. Zeigt euch doch bitte. Guten Tag, Ismael. Du bist es. Du bist diejenige, die mich quält. Du bist tatsächlich tot. Oh nein, nein, bitte weine nicht. Keine Panik. Ich bin so froh, dass wir reden können. Der Teufel soll mich holen. Es war meine Aufgabe, dich zu beschützen. Ich habe bei Bess versagt und jetzt auch bei dir. Es tut mir so unendlich leid. Du hast nicht versagt. Du hattest die Trinkerei satt, das hast du mir gesagt. Ich kann jetzt viel klarer denken. Man kann nur einmal sterben, weißt du? Ich werde stärker werden und dich dann beschützen. Du führst das Geschäft und ich helfe dir. Du hast nur das Beste verdient, Ismael Law, mein bester und einziger Freund. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wie wir vor ein paar Folgen schon wieder waren, mit der anderen Spukermittlung. Wir müssen jetzt natürlich wieder Schuld zuweisen, aufsteigen oder verbannen. Habe ich ja schon tausendmal erklärt, warum und wie, weshalb. Schuldzuweisung wäre das natürlich dann Ismael, die Schuld zuzuweisen. Das heißt, wir würden den aber damit töten. Aber dafür würden wir am Ende dann, wenn alles vorbei ist, würden wir dann Atea wiederbeleben können. Das werde ich so jetzt in der Form nicht machen, nicht bei dem Run. Das ist unsere eigentliche Zeitlinie, ist das aktuell. Und ich werde nicht Menschen töten. Ich werde keinen Menschen töten. Und für unser Glück quasi. Weil dafür. Atea hat gewusst, was passieren kann. Und Red hat es auch gewusst, was passieren kann. Die Verbanner, die wissen, die arbeiten, die haben das Risiko, das sind wie Polizisten oder wie militärangehörige Soldaten. Die wissen, dass sie halt sterben können dabei, und dasselbe ist bei den Verbrechern auch, und deswegen wäre es moralisch falsch für uns jetzt die Menschen zu töten. Wir machen das natürlich dann im Nachgang, wenn wir mit dem ersten Ende fertig sind, werde ich dann das noch zeigen, wie wir dann, wenn wir das wiederbeleben würden. Aber das machen wir natürlich, aber unser eigentlicher Hauptvorgang ist dann hier, dass wenn wir die
keine Schuldzuweisung machen. So. Habe ich das aber erklärt? Phoebe Walcott, wir wollen natürlich jetzt sie eigentlich gar nicht verbannen, will ich sie eigentlich nicht. Weil ich will sie nicht gewaltsam aus ins Vergessen verbannen, das macht keinen Sinn. Ich will sie gerne aufsteigen lassen, das ist human. Und das möchte ich auch so. Ich hoffe, die macht uns keinen Stress. Phoebe Walcott, ich weiß, ihr wollt nur das Beste für Ismael. Ich weiß, eure Absichten sind gut. Aber indem ihr hier bleibt, macht ihr ihn nur schwächer oder verängstigt ihn zu Tode. Ihr müsst gehen. Ich würde aber lieber bleiben. Ich verspreche, dass ich still sein werde. Ich lerne schnell. Das bezweifle ich nicht. Ihr seid doch auch noch hier. Ich tue einfach, was ihr tut. Ich werde schon bald fort sein. Lasst Ismael fortan sein Leben leben. Er kann sich um sich selbst kümmern. Dank euch erwartet ihn eine bessere Zukunft. Ah ja, seltsam, dass ich bislang nie daran gedacht habe. Es ist so offensichtlich. Das Fest ist vorbei. Ich sollte gehen. Freut mich, dass ihr es versteht. Lebt wohl. Lebt wohl. Mr. McGraw, ihr seid ein gerechter Mann. Ich werde euch auf ewig dankbar sein, mein Herr. Ja, das Urteil war, naja, ob das gerecht war oder nicht. Ja, aber wir wissen nicht, an uns ist es nicht zu entscheiden, ob ein Mensch sterben muss oder nicht, oder soll oder kann. Mr. McGraw, ihr seid ein gerechter Mann. Ich werde euch auf ewig dankbar sein, mein Herr. Sag mal... Mr. McGraw... Ihr seid ein gerechter Mann. Ich werde euch auf ewig dankbar sein, mein Herr. Okay, sehr gut. Okay, alles erledigt. Hat mich mitgenommen, ehrlich gesagt. Weil ich es nachvollziehen kann, aber irgendwo. Man muss dazu sagen, ich bin trockener Alkoholiker, auch. Genau, also nicht wie die jetzt eben. Die hat sich ja totgesoffen. Ich habe das zum Glück die Kurve noch vorher gekriegt. Irgendwie. Aber auch nur mit ganz viel Hilfe von außen und aber auch mit nur, weil ich das selber so entschieden habe, dass das so sein soll. Und von daher kann ich es nachvollziehen, ehrlich gesagt, wie das in ihr vorgeht, in der Phoebe, und ich kann aber nachvollziehen, was in dem Isma vorging. Aber ich kann jetzt natürlich nicht nachvollziehen, dass jemand gestorben ist deswegen. Das muss natürlich hier überhaupt nicht sein, das ist ganz klar. Aber das hat mich trotzdem mitgenommen, die Quest, muss ich sagen. Also emotional hat die mich abgeholt. So, mal gucken, was hier an dem Tafelchen hängt. Warnung, Zutritt zum Gotteslager, das kennen wir schon. Aber hier gibt es noch eine zweite jetzt, ne? Zweite Nachricht. Wichtige Bekanntmachung. Die Strände westlich des Dorfs sollten wegen der Abscheulichkeiten, die sich dort niedergelassen haben, unbedingt gemieden werden. Wir treten auf eigene Gefahr. Wir sind uns bewusst, dass die Angelstellen dort nicht mehr zugänglich sind, also keine Fische geangelt werden können. Wir suchen fieberhaft nach einer Lösung dieses Dilemmas. Was ist denn das für ein komisches Tier-Dilemma? So, ja. Dann, war. Red McGrave hat zugeschlagen. Hier oben ist noch ein Feind. In den eigenen Reihen optional. Mit Governor Huskers sprechen. Das finde ich gut. Das sollen wir mal machen jetzt. Chronik. Spukmitteilung. Ach, hier wird gefolgt. Das sind die Huskers. Weil ich habe nämlich in irgendeiner Folge, vor ein paar Folgen, habe ich auszusehen mit dem Lemmy gesprochen. Und der hat uns erzählt, dass hier die Leute den Haskell aus dem Dorf gejagt haben. Und das ist nicht weit. Lass uns hinlaufen. Da gibt es eh nichts, wo ich hinreisen könnte. Und da können wir mal gucken, wie es dem geht, dem alten Haskell. Ja, aber da haben wir uns auch richtig entschieden. Wir hätten das nicht unter den Berg halten können, also... Ich weiß nicht, ob die Zusammenhänge sind natürlich jetzt schwierig wiederzugeben.
nach ein bisschen vergangener Zeit. Aber auf jeden Fall hat der Haskell ja nur in seine Tasche gewirtschaftet im Endeffekt. Und emotional sowie auch geldlich. Und da kann man eigentlich nur sagen, dass es dem gerecht geschieht, aber wir haben natürlich leben lassen. Muss man sagen, wir waren so fair und haben leben lassen. Wir hätten hier irgendwo abbiegen müssen. Hätte nicht abbiegen müssen. Ach, hier ist eine Tür, guck hin. Der hätte ich nicht gesehen. Er wohnt wohl jetzt hier oder was? In dem Abbruchhaus da oben. Da waren wir, glaube ich, schon. Was fliegt da? Ach, eine Seelenscherbe. Komme ich nirgendwo hoch? Hätte doch außenrum gehen sollen, hä? Ach, hier geht's rund, alles klar. Ist so eine kleine Achterbahnfahrt hier, der Gefühle. Oh, eine Leuchtung. Ich habe eine Handerleuchtung. Ach, guck. Ah, da ist eine Sprungmarke jetzt. Frage, wie wir da hinkommen. Da war, glaube ich, noch ein Sägewerk, was wir lösen mussten. Wo wir nicht zurechtgekommen sind. In irgendeiner Folge mal. Da ist er, der dicke Gouverneur. Wieder hier, um euer Werk zu begutachten? Ja. Ja, das Werk vollendet dann schon, Gouverneur, aber ich muss noch immer einen Fluch brechen. Nennt mich nicht so. Ich bin jetzt ein gewöhnlicher Bürger, ein einfacher Siedler. Ich traue mich kaum zu fragen, aber gibt es Neuigkeiten hier? Ich hab nicht die leiseste Ahnung. Wie geht es Lemmy? Ihm geht es gut. Und er ist womöglich das letzte Mitglied der Gemeinde, dem ich noch etwas bedeute. Er war es, der mich vor der wütenden Meute in Sicherheit brachte, bevor sie mein Haus niederbrannten. Wie sich herausgestellt hat, ist er doch nicht so unfähig, wie ich dachte. Ja, er ist ein fähiger Bursche. Fähig zu recht vielem. Wie geht es euch? Ich lebe, zähle die Tage. Werde nie vergessen, dass ich euch anheuerte, uns alle zu retten. Ich arbeite noch daran, Meister. Ich bin nicht euer Auftraggeber. Nicht mehr. Ihr seid auf euch selbst gestellt. Was ist mit den Leuten in den Harrows? Irgendetwas Ungewöhnliches? Nein. Und so wie sie über mich denken, würde ich es auch nicht erwähnen, wenn mir etwas Erwähnenswertes aufgefallen wäre. Als wir in New Eden ankamen, habt ihr uns erzählt, der Fluch wäre dämonischen Ursprungs und würde dem Abgrund entspringen. Seid ihr daran interessiert, über die wahre Natur des Albtraums zu sprechen? Nein, bin ich nicht. Weder jetzt noch später. Der Albtraum ist nichts Dämonisches. Es handelt sich um den äußerst mächtigen Geist einer Frau, der unfassbares Leid angetan wurde. Ihr wart im Unrecht, Mistkerl. Geist, Dämon, Albtraum, alles das Werk des Teufels. Und es wird uns vernichten. Ihr irrt euch. Der Teufel wäre besser. Ist euch aufgefallen, dass die Heimsuchungen zugenommen haben, seitdem der Albtraum hier seinen Einfluss verlor? Ja. Und? Geister sind ein menschliches Problem. Wer heimgesucht wird, hat etwas getan, was er nicht hätte tun sollen. Etwas Böses oder Dummes. Euer Teufelswerk wuchert in den Herzen von Frauen und Männern. Ja, da stimme ich euch sogar zu, wenn auch nur gerade so. Danke für eure Zeit. So. Tja, viel besitze ich ja nicht mehr.
Ach, bald keine Zeit mehr, weil ich mit der fertig bin, du Arschloch. So, hier waren wir, glaube ich, schon in der Hütte. Allesfresser, große Opportunisten, ja, das kennen wir schon. Die Hütte haben wir schon untersucht, ja. Die haben wir Lemmy damals gefunden. Wir müssen Lemmy jetzt Bericht erstatten. Obwohl ich gar nicht mehr weiß. Ich kann auf die infizierten Wurzeln schießen, wenn du das Herz angreifst. Das haben wir schon gemacht. Was ist denn das für ein Schwachsinn jetzt hier, sag mal? Was ist das für ein Schmuh? Geisterschutzvorrichtungen. Du bist auf dich allein gestellt. Ich bin mir sicher, dass wir das schon gemacht haben hier. Tut mir leid. Dieses Mal nicht. Und das ist die Geisterschutzvorrichtung. Oder haben wir es doch noch nicht gemacht? Ich weiß es nicht. Hat das vielleicht mal nicht geklappt? Oder konnten wir damals das mit dem Geisterschutz noch nicht? Wo ist der dritte? Ach, da ist der dritte, alles klar. Ich habe ihn gefunden. Sind immer drei Stück. Muss man eigentlich hinkriegen. Nee, ich habe es noch nicht gemacht. Restlos abgepflückt. Abgepflückt. Drei Stück ist aber auch echt gerade so, ne? Und da kann man die Geisterschutzvorrichtung theoretisch zerstören. I think. Ja. Ich bin wieder bei dir. Nee, wir konnten diesen Angriff damals noch nicht. Aber ich dachte, dass der dann vermerkt wird, dass wir die noch nicht durchgemacht haben. Oha. Hier ist aber auch nichts zu sehen, kein Fragezeichen, gar nichts. Ja. Da leuchtet was. Ein Endspektralnetz nennt sich das, glaube ich. Mhm. Ein bisschen Zeugs. Deswegen der Aufwand, ich glaube nicht. Wer mit? Wow. Sorry. Wow. Zu schwach. Schlag richtig zu. Hat er gerade eine Leiche ihrer Flinte gespannt? Du weißt, dass ich auch noch da bin. Aua. Boah, scheiß Wölfe. So, haben wir sie? Wir haben sie. Voll die Encounter hier auf dem Berg. Habe ich gar nicht gerechnet jetzt. Ich habe nur da den Durchgang gesehen und dann kommen da so Viecher aus dem Boden. Viecher aus dem Boden. Kommt Viecher aus dem Boden? Noch 9 Monaten. Nein, natürlich nicht. Quatsch. Was ist hier? Na, dann gehen wir mal weiter.
Hier ist noch etwas Loot. Und etwas Loot ist besser als wenig Loot. Wenn ich jetzt hier runterhüpfe, komme ich nicht wieder hoch. Aha. Hier gibt es scheinbar eine Sprungmarke. Aha, können wir jetzt hin und her hier? Das ist ja nice. Das ist ja heiß. Hier sammeln wir nochmal die Pilzchen hier ein und die Leinen und was weiß ich alles. Schön. Dann können wir jetzt zurück zu Lamy. Lamy. Ich hab gerade irgendwie was gesehen, irgendwas Irgendwo ist ja was. Meine Hand ist angesprungen. Kann natürlich das Ding sein da oben. Kann natürlich die Sprungmarke sein da oben. Man weiß es nicht, man munkelt. Ja, das wird das sein, denke ich mal. Dann benutzen wir die gleich mal. Und da gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Ich denke mal wieder zurück ins Dorf. Vielleicht spart man sich nur den Weg dann. Aber hier ist einfach nur Loot. Okay, dann kann man auf die Karte gucken. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, guck. Man spart sich ein Stückchen Weg, wenn wir da jetzt... Da rausgefallen? Oh, Hexensteine. Das war so ein Hexenbeutelchen. Müssen unbedingt weitermachen bei dem Hauptquest. Aber ich würde gerne wirklich aus die paar Dings noch ab, die paar Geister-Spukmitteilungen noch abfrühstücken. Dass man da gestärkt reingehen quasi in die Hauptquest. Vielleicht noch ein paar Fragezeichen abarbeiten. Das fände ich persönlich wichtig. Aber dazu sind wir ja heute hier bei der Aufnahmesession. So erstmal der Plan. So, wo wohnt der? So, das scheint oben beim Gemeindehaus zu sein. Ja. Werden wir gemeinsam bestehen und gedeihen? Nein. Lamy. Ich wünsche euch beiden einen guten Tag. Hallo. Ich hoffe, ihr habt dieses Mal bessere Neuigkeiten für mich. Na klar. Wir haben geholfen, wo wir konnten. Das wird meinen Vater freuen. Danke. Wir haben all unsere Hoffnung auf euch gesetzt. Und ihr habt uns kein einziges Mal enttäuscht. Oh ja, vielleicht könntet ihr mir bei meiner Rede behilflich sein. Sie ist fast fertig geschrieben. Fast. Mir fehlt noch ein gutes Ende. Ein richtiger Höhepunkt zum krönenden Abschluss. Ich dachte mir, ich erzähle von euch. Wäre euch das recht? Oh. Wenn ihr das für das Beste haltet, reicht aber Geduld, reicht aber Tapferkeit. Tja, weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat auf die Dings an sich, ne?
Schwierig zu sagen. Sprecht über Tapferkeit, sprecht über Geduld, wenn ihr das für das Beste haltet. Ja, schwierig, kann ich auch gerade nicht speichern. Also müssen wir uns irgendwas aussuchen jetzt. Sprecht über Tapfer, Tapferkeit ist immer gut. Die Leute müssen tapfer sein, wegen dem Nachtmahr. Okay, tapfer ist gut, Geduld, weil es noch ein bisschen dauert, bis wir den erledigt haben. Würde aufpassen und über uns sprechen. Sprecht doch über Geduld, hm? Die Leute sind Verbannern nicht immer wohlgesonnen. Sprecht lieber von Geduld, von Akzeptanz, von Demut vor dem Herrn. Bei euch hört sich das so einfach an. Wart ihr schon immer so wortgewandt? Nun, ich habe Männer in den Krieg geführt und angsterfüllte Männer wollen Worte der Tapferkeit hören. Gut formuliert. Ich werde mir das zu Herzen nehmen, während ich weiter an meiner Rede feile. Unter Hinzunahme einer ordentlichen Prise eurer profunden Weisheit wird diese Rede sicherlich für Frieden und Besonnenheit unter den Leuten sorgen. Meine profunde Weisheit. Ja, natürlich. Nimm so viel, wie du brauchst. So. Ich nehme jetzt meine profunde Weisheit und gehe. Guten Tag, Lemmy, junger Freund. Ebenfalls, mein Freund. Und auch euch. So, Feind in den eigenen Reihen, Aktivität abgeschlossen. Bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt alles war, was wir von dem Gouverneur und seinem Sohn gelesen haben, gesehen. Ich möchte fast behaupten, ja, ist gelöst. So, sehr gut. Gefällt mir, wir machen Fortschritte. Und das war ja auch der Plan. Sonst ist hier erstmal nichts. Die Fragezeichen lasse ich erstmal links liegen, außer wir laufen dran vorbei, dann nehme ich sie mit. Wie ich das angedroht habe. Und jetzt hier wäre noch eine Spukmitteilung. Können wir mal ganz rauscrollen. Ich sehe jetzt noch aktiv zwei Spukmitteilungen, zwei neue. Und dann haben wir hier noch ein paar Nebendinger. Wir könnten ja versuchen, nochmal dieses eine Nebending hier zu machen. Aber wie würde ich... Wie könnte ich da am schnellsten hinkommen? Hier ist noch ein... Ja, da fehlt mir noch ein Bauer. Vielleicht finden wir den da. Das wäre natürlich nicht schlecht. In diesen Truhen, hier, diese verfluchte Truhen, finden wir immer die beste Ausrüstung. Wir könnten hier hinten reisen. Und dann zu Fuß gehen hier lang. Ja, das ist am besten. Wir haben also machen verlassener Hof. Da waren wir schon mal. Wir gehen jetzt schnell zum Haus. Ich brauche doch nichts beim Händler, oder? Hier gibt es auch keinen guten Händler, glaube ich. Wir könnten mit dem... Warte, wir könnten mit dem... Die richtige Rede im richtigen Moment kann die Welt verändern. Ich hörte mal einer Truppenansprache von Graf von Starhemberg zu. Er war unscheinbar, aber seine Worte zogen die Soldaten in ihren Bann. Als alles verloren schien, füllte er ihre Herzen mit Mut, Hoffnung und Hass auf den Feind. Das war eine außergewöhnliche Ansprache. Was hat er gesagt? Keine Ahnung, ich spreche seine Sprache nicht. Mann, Red, Alter, geil. Was für ein Arschloch. Der ist... Geil, ich habe die Rede gehört, die war so gut, die Rede. Was hat er gesagt? Ja, keine Ahnung, ich spreche die Sprache nicht. Schön. Nee, dann fällt mir die Worte. Echt. Da mache ich mal einen Clip draus. Das muss ich mir geben. Sorry, das muss für die Nachwelt festgehalten werden. Red McGrave. Oh, das Shame. Geh mal hier durch. Ich will mal was gucken. Ich habe gerade was gesehen. Und zwar hier hinten. In dem einen Haus. Habe ich eine Türversperrung gesehen. Da, das meine ich. Geil. Was ist das für eine Hütte hier? Was ist das für eine Hütte hier? Ob wir da nochmal herkommen müssen? Wegen irgendwas? Ich glaube schon. Das kann ja nicht alles sein jetzt hier, sag ich mal. Ich höre irgendjemanden hier sägen oder? Weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich mal kurz zum Händler gehen. Aber ich spüre gerade durch das Geisterreich,
durch die Leere spüre ich gerade, dass die Folge gleich vorbei ist. Ich suche jetzt nur noch kurz den Händler auf. War das das richtige Dorf? Ja, müsste eigentlich, ne? Ja, hier ist der Händler. Ich weiß nicht, ob der wieder uns wohlgesonnen ist jetzt. Lustig, er ist zugeschlossen. Ich dachte, vielleicht hat er noch eine Kleinigkeit für uns. Irgendeinen Ausrüstungsgegenstand, den wir noch nicht haben oder sowas. Sehr cool. Mr. McGraw, ihr seid ein gerechter Mann. Ich werde euch auf ewig dankbar sein, mein Herr. Okay. Ja, können wir jetzt also nichts mehr abziehen. Ich dachte, wir können ihm nochmal hier was aus der Tasche leiern. Einen guten Preis oder sowas. Aber leider nein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss an der Stelle. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Manager und Geister. Liebe, Freundschaft und Geister.